Nicht mehr? Ah, doch. Link, das Schiff sinkt. Spring ab, rette dich auf festem Boden. Ach nee. Wow. Sehr gut. Okay. Dann haben wir hier ein unsichtbares Labyrinth. Natürlich. Wenn wir schon hier in einem Dungeon voller unsichtbarem Zeug sind, dann muss natürlich auch ein unsichtbares Labyrinth mit bei sein. Das geht doch gar nicht anders. So. Wir bewegen uns hier jetzt einfach gegen den Uhrzeigersinn. Das ist meine Standardrichtung. Ich gehe immer gegen den Uhrzeigersinn hier durch. So, hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir schießen einen Feuerpfeil auf jede dieser Holzwände. Oder wir hauen hier einmal ins Feuerinferno rein. Und verbrennen einfach beide auf einmal. So, der hat dann auch Feuer. Die haben dann auch beide Feuer gefangen. Das ist schon mal schön. So. Dadurch haben sie schon ein bisschen Schaden genommen. Wunderbar. You got a Master Schlüssel. Jetzt kannst du endlich jeden Raum betreten, in dem der Endgegner lauert. Ja, das ist doch schön. So, ab. Hier noch ein bisschen Magie, weil, warum nicht? So. Geben wir uns den Inhalt der Kleintruhe hier, die 5 Rupees, die uns nicht bringen, auch noch mit. Und verlassen diesen öden Ort dann wieder. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht einfach los, weil, wie ihr euch sicher denken könnt, in den anderen beiden Räumen, zumindest in einem davon, seht ihr, ist auch noch eine Kiste. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist da ein kleiner Schlüssel drin, den ich noch brauche. Es kann sein, dass ich mich irre, weil ich mir da jetzt wirklich nicht hundertprozentig sicher bin. Aber ich denke, es ist ein kleiner Schlüssel. Ach komm schon, blöder Floormaster. Wow. Ja, nee. Stimmt ja. Ich kann ja keine magische Wirbelattacke machen, wenn ich irgendwas wenn ich das Auge der Wahrheit gerade aktiv habe, das ja Magie verbraucht. So ein Schwachsinn, aber gut, ist halt so. Hat man sich halt mal so ausgedacht, nicht wahr? Ah, genau, hier will ich auch unbedingt noch rein vorm Boss. Zum einen ist hier wieder eine goldene Skulptur. Das ist schon mal sehr schön. So. Und zum anderen, diese Schädelvasen kennen wir ja auch schon. Haben wir ja auch schon mal gesehen. Und mit denen hier wollen wir jetzt das gleiche machen wie mit der einzelnen. Der einzige Unterschied ist, hier gibt es 3 von und die drehen sich. Das heißt, das Zielen wird gar nicht mal so einfach. Aber zum Glück. Wow. Kann man mit Donnerblumen so kann man Donnerblumen lange in der Hand halten, bevor sie explodieren. Na gut. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Effektiv kann es sein, dass ich hier nur einen dieser Krüge sprengen muss. Es kommt immer darauf an, ob ich gleich den richtigen erwische. Ich gehe also davon aus, dass ich alle 3 springen darf. Ich kenne mich. So, was haben wir hier? Und wir haben hier... Pfeile. Ne, Pfeile sind nicht das, was ich habe. Deswegen mache ich mir den Stress nicht. Ach komm. Ne, da war ich, na, zu gierig, sage ich mal. Das konnte nichts mehr werden. Der ist wunderbar drin. Und du spuckst aus. Eine Magieflasche, wie es aussieht. Ja, ich sag, ich muss alle 3 zerstören. Eventuell ist es auch so geskriptet, das weiß ich nicht. Ja,
Das kann tatsächlich sein. Ich nutze hier lieber meine eigenen Bomben. Das lässt sich besser timen. So. Ab. Moment, waren hier nur die Dudes drin? Ich war der Meinung, man würde hier ein Herzteil bekommen. Für die Geschichte. Ha. Okay, dann habe ich mich da geirrt. Kann ja mal passieren. Nicht wahr? Okay. Du schon wieder hier, ja? So. Jetzt aber vorher das Auge der Wahrheit ausgemacht. Und dann wollte auch die Wirbelattacke ordentlich. Mensch. Wer hätte es gedacht? So. Hier ist jetzt sehr viel unsichtbares Zeug. Ach, du bist ein Flowmaster, ein unsichtbarer. Ich dachte, du wärst eine Skulltula. So. So. Okay. Dann sind wir da durch und kommen an die Kiste ran. Und in der Kiste, was wird da sein? Ein kleiner Schlüssel, ich sag's ja. Ich wusste es doch. Naja, egal. So, dann sind wir jetzt hier aber auf jeden Fall durch. Und können wieder zum Eingang zurück. Der ist hier. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, hier war mal die Brücke. Die ist leider so ein bisschen kaputt. Ist aber gar kein Problem. Wir können es nur neu bauen. Dafür nehmen wir immer unsere Pfeile und schießen mal hier so in die Donnerblumen rein. Na komm. So. Was macht der Pfeil da oben? Egal. So. Die Statue kippt um. Und ich habe einen neuen Weg rüber geschaffen. Yay. Da. So. Gut. Mann. Dann wollen wir doch mal. Ist hier auch wieder was für Olle. Für die Olle. Nicht Fledermaus, Vogelscheuche. What the fuck? Fledermaus. So ein Schwachsinn. So, jetzt vielleicht. Nee. Komm schon. Von hier aus? Ich meine, Navi würde da nicht hinfliegen, wenn da nichts wäre. Ja, ich weiß nur nicht, wo aus ich da dann wirklich, da wo ich stehen muss, stehen und spielen muss, damit das was wird. Und was das hier soll, frage ich mich auch teilweise. Dann stelle ich mich mal dahin, wo sie hinzeigt und spiele die Polka hier. Nö. Ich bin verwirrt. Aber gut, falls da oben noch irgendwas sein sollte, was dann fehlt, werde ich mir das später holen. So. Ich meine, ich bin mir sowieso ziemlich sicher, dass ich hier in manchen Dungeons irgendwas vergessen habe. Und, ja. Da muss ich dann so oder so nochmal entsprechend nachhelfen. So, hier wollen wir jetzt auf jeden Fall einmal, so gut es geht, nach drüben. Und da brauchen wir die Gleitstiefel. So, gut, für den Boss habe ich auch nochmal eine Fee. Das ist sehr praktisch. Das gefällt mir sehr. So. Okay. Weil den Boss mag ich gar nicht. Ich hasse diesen Boss. So. Was ich auf jeden Fall erstmal machen werde, ist die Eisenstiefel anziehen.
Und selbst damit ist der Kampf nicht viel einfacher. Überlegen. Okay. So. Ich glaube, jetzt kommt er schon an, oder? Ja. Aua. Okay, das war jetzt nicht ganz so schön. Für mich. So. Ah. Okay, so geht's natürlich auch. Wow, was war das gerade? Das war gerade so ein kleiner Soundfail. So. Okay. Ab. Jetzt geht er dahin. Gut, kein Problem. So. Dann wieder ein bisschen näher ran. Und dann wieder mit unserem Schwert behaken. So gut es geht. So, dann wollen wir hier wieder an den Rand. Weil da werden wir nicht so nach oben geschmissen. Wow. Was zum Teufel? Du Arsch. Warum machst du sowas? What? Was soll man da machen? Penner. Assi. So. Manu, alles nur, weil ich nah an den Pfeilen dran stehen wollte, um die noch einzusammeln. Ja. Naja. So, komm. So. Okay. So, wunderbar. Haben wir ihn erledigt. Und ich brauchte nicht mal die Fee. Sehr schön. So muss das sein. So gefällt mir das. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Damit haben wir unseren vorletzten Herzcontainer. Einen Herzcontainer bekommen wir noch und den Rest dann durch Herzteile. Also 12 Herzteile fehlen noch. Na mal schon. Die Kreatur des Bösen bezwungen und den Fluch vom Schattentempel genommen. Hab Dank dafür, Link. Denn ich bin nicht allein Prinzessin Zeldas Vertraute, sondern auch jene Weise, die über den Tempel wacht. Die Shikas waren seit Generationen die getreuen Diener des Königsgeschlechts von Hyrule. Jedoch
Auf den Tag genau vor 7 Jahren griff Ganondorf das Schloss an. Nach kurzem Kampf schon ergab sich Hyrules König. Ganondorf wollte den Schlüssel zum Heiligen Reich, den bestgehüteten Schatz der Königsfamilie, die Ocarina der Zeit. Meine Aufgabe war, Prinzessin Zelda zu retten und sie vor dem Zugriff Ganondorfs zu bewahren. Als ich dich damals bei unserer Flucht aus dem Schloss sah, warst du nur ein kleiner Junge. Jetzt ist aus dir ein stolzer Held geworden. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Schon bald wirst du Prinzessin Zelda von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Sie wird dir alles erklären. Denn wenn die 6 Weisen die Großmeister des Bösen verbannt haben und wieder Frieden in Hyrule eingekehrt ist, Gehe nun, stehe Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite und beschütze sie. Meine Kraft soll dich begleiten. Ich lege sie in dieses Amulett. Ja, mach mal, ne? Tu, was du nicht lassen kannst, Impa. Das Amulett des Schattens. Impa gibt sich als einer der Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Oh, Baby. I like that. Bitte suche die Prinzessin. Ja. Werden wir bestimmt die Tage mal machen. Oder so. Vielleicht. Naja. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt noch um was anderes kümmern. Und zwar um die Tauschquest des Erwachsenen Link. Ja. Das werde ich machen. So. Und zwar, wir haben hier jetzt schon einen Küken bekommen, Kiki. Und die Besitzerin von Kiki weiß schon, dass sie dieses Huhn anfassen kann, ohne dass sie darauf allergisch reagiert. Woher sie auch immer das weiß, sie hat uns Kiki noch als Ei gegeben. Und Kiki mag es sehr, Faulpelze aufzuwecken. Und hier werden wir einen finden. Müsste hier gewesen sein. Genau. Kennt ihr ihn noch? Er pennt genauso wie beim letzten Mal. Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Ei. Du hast Malon gerettet. Danke. Dann kann ich ja wieder auf die Farm zurück. Ja. Das kannst du wohl machen. Das stimmt. Okay. Haben wir das? Und dann wollen wir Kiki mal zurückbringen. So. Na denn, hier, hi. Bitte sorge gut für Kiki, okay? Ja. Guck mal. Oh, Kiki sieht ja sehr gesund und fröhlich aus. Es muss eine arge Schlafmütze geweckt haben. Das hast du gut gemacht. Ich werde dir ein sehr seltenes Hühnchen mitgeben, wenn du willst. Ich nenne es Henny. Es hat einmal mein Bruder gehört. Die blauen Federn sehen sehr schön aus, nicht wahr? Es ist so süß. Seit mein Bruder verschwunden ist, gackert Henny gar nicht mehr. Möchtest du Henny behalten? Ja. Nehmen wir mit. Was soll's. Du hast Kiki zurückgegeben und dafür Henny bekommen. Im Gegensatz zu anderen Hühnern kräht Henny selten. Ja. Da können wir aber was gegen machen. Da gibt's doch was von Ratiofarm. Nee, Moment. Das war was anderes. So. Dann wollen wir hier einmal... Einmal hier nach unten. Also, was heißt nach unten? Nach Westen. So. Ich weiß nicht, aufgrund der Kameraeinstellung, wenn man in das Dorf reinkommt,
gehe ich immer davon aus, dass der Eingang nach Kakariko im Süden liegt. Was aber kompletter Bullshit ist. Aber egal. So, ich muss mal kurz gucken, kriege ich ihn getriggert? In die Richtung gerade nicht. Okay. Und in die andere Richtung kriege ich ihn hier gerade getriggert.